Ich kenne kein Gesetz, denn kein Gesetz kennt mich. Gesetzlos, das bin ich. Wer will mir sagen, was ich tun soll? Wer? Einmal nichts, zweimal nichts, tausendmal nichts. Wie viel ist das? Absolut nichts, natürlich. Wenn ich nicht existiere, dann existiert auch meine Schwester nicht. Dann existiert auch meine Mutter nicht. Dann existiert auch meine Familie nicht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich hole das Ganze nicht. Jeden Tag kommt mehr nichts. Ich bin hier. Ich bin nichts. Die anderen, die ich hole, sind auch nichts. Das Gesetzlose nichts. Das wächst. Ich setz mich hin, wo ich will. Zack, 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 zack! Ich warte nicht, bis wer sagt. Bitte nehmen Sie Platz. Nein, ich bin schon da. Gesetzlos hingesetzt. Hey du, erzähl doch mal, wie du es nach Europa geschafft hast, das mit dem Schiff, du weißt. Ja, ich habe mich mit so ein paar Typen auf einem Containerschiff gebunkert. Als die Besetzung uns dann entdeckt hat, habe ich gesagt, ich werde Christ. Das ist der Grund, warum wir uns nicht verborgen wollen. Aber eigentlich bin ich Moslem. Doch seitdem bin ich immer Christ. Schaut ihn euch an. Das ist mein ägyptischer Christ. Aber gerade weil es nicht passt, was glaubwürdig. Ach, hört bloß auf. Eine Story. Eine Story. Wenn ich das schon höre. Verdammt, ihr seid doch jetzt schon länger hier. Ihr sollt eigentlich begriffen haben, dass ihr bei so einer Befragungssituation mit einer Story nun wirklich nicht weit kommt. Zugegeben, wie du es von Spanien bis nach Deutschland geschafft hast. Respekt, ne? Da gehört schon einiges dazu, sich stur und stumm zu stellen. So, dass der Schaffner weder die Fahrkarte sehen will, noch die Polizei ruft. Aber ey, so eine Anhörung ist was anderes. So eine Anhörung ist, du musst von einer Person werden. Aus einer fiktiven Person muss Realität werden. Verstehst du, was ich meine? Weißt du was? Ich bin sogar stolz, ein Lügner zu sein. Diese verdammten Europäer, die haben meinen Großvater umgebracht. Und weißt du warum? Weil er sich dagegen gewehrt hat, dass Kamerun eine Kolonie ist. Ey, wenn die das Recht haben, in mein Land zu kommen und meinen Großvater umzubringen, dann habe ich das Recht, in deren Land zu kommen und zu lügen. Es ist mein Recht zu lügen. Meine Tätigkeit heute? Illegales Arsch abwischen. Meine Tätigkeit früher? Legales Medizinstudium. Wie kann das passieren? Ich sag's euch. Mich hat's gleich doppelt erwischt. Die 3-Semester-Grenze und die 10-Jahres-Grenze, die haben bei mir zugeschnappt. Keine Chance. Ich war einfach zu langsam. Mein Medizinstudium an der Goethe-Uni Frankfurt sei eigentlich für mich nicht ordnungsgemäß gewesen. Das hat mir so ein Sachbearbeiter auf der Ausländerbehörde gesagt. Denn ein Studium sei nicht ordnungsgemäß, sobald der Ausländer die durchschnittliche Studiendauer mehr als 3 Semester überschreitet. Abschiebung wegen 4 Semester. Habt ihr die noch alle? Zu diesem besonders schlimmen Vergehen für mein Studium 4 Semester länger zu brauchen als der durchschnittliche deutsche Student, kam noch ein zusätzlicher Punkt. Gemäß § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 5 in Verbindung mit § 16 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes solle eine Gesamtaufenthaltsdauer von 10 Jahren nicht überschritten werden. Da ich mich seit September 2002 in Deutschland aufhalte, müsste ich also spätestens 2012 mein Studium abschließen. Das sei nun nicht mehr möglich. Vielmehr bräuchte ich mindestens ein halbes Jahr zusätzlich. Durch mein Bummelstudium könne ich, so der Sachbearbeiter weiter, den zweiten Abschnitt meiner ärztlichen Prüfung erst im Frühjahr 2013 beenden. Das sei eindeutig zu spät. Meine Einwände ließ der Sachbearbeiter nicht gelten. Das sei ja schön und gut, dass ich mehrere Deutschkurse besucht habe, bevor ich angefangen habe zu studieren. Aber 10 Jahre seien 10 Jahre und 4 Semester seien 4 Semester. Daran ließ er sich nicht so denken. Somit war mein Medizinstudium schon nach 4 Jahren zu Ende. ELDE. Das war 2008. Aber ich bin immer noch hier. Und jetzt muss ich immer zu so einem alten Arsch abwischen. Windel wechseln statt Parasitologie-Pau. Super. Als meine Kommilitonen davon hörten, dass ich keinen Aufenthalt mehr habe, sind sie total panisch geworden. Wollten irgendwelche Initiativen starten. Wollten im Soli-Haus eine Party machen. Ja, bin ich ein Bettler oder was? Der Henning, dieser scheiß Schnösel aus meinem Semester, meinte so, hey, ich könnte dir einen Job verschaffen, dann hast du zumindest vorübergehend mit dem du dich über Wasser halten kannst.
Und weiter sagt er, weißt du, in meiner Familie, da könnte gerade ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und da habe ich an dich gedacht. Wir könnten da nicht auch irgend so eine Fremde nehmen. Aber dich kenne ich, dir vertraue ich. Na, danke. Und weiter sagt er, weißt du, ich kenne dich. Und meine Oma ist mir halt auch ausgesprochen wichtig. Ach ja, Henning, dann mach doch mal hin mit deinem Studium, habe ich dann nur gedacht. Ich will nicht, dass sich irgendwer um sie kümmert. Nein, ich denke, du bist genau die Richtige. Du hast sogar mal Medizin studiert, total perfekt. Ja, schon hier, ich bin in der Scheiße. Das geht jetzt schon seit fast 2 Jahren. Jeden Tag das Gleiche. Anziehen, füttern und innerhalb ständig wenden. Die kann ja selber nichts mehr machen. Aber irgendwie mag ich sie, wenn sie so da liegt mit ihrem weit geöffneten Mund, nicht pausenlos mit ihren großen Augen anstarrt. Sprechen kann sie leider nicht mehr. Sie ist fast vollständig gelähmt. Aber immerhin gibt es ganz gut Kohle dafür. Auch wenn ich für die immer noch sehr viel billiger bin als so eine legale Altenpflegerin. Und hier in Frankfurt habe ich meine Freunde. Die studieren weiterhin Medizin hier an der Uni. Bei denen geht das Leben einfach weiter wie bisher. Und bei mir? Keine Ahnung. Ich habe zu Hause nicht Bescheid gesagt, dass ich nicht mehr studiere. Meine Eltern wissen das nicht. Was sie denken, weiß ich nicht. Ich habe mich irgendwann überhaupt nicht mehr getraut, zu Hause anzurufen. Ruhig schlafen. Ich kann nicht schlafen. Klingelt es? Die holen mich. Ruhig. Die kommen immer nachts. Ich verstehe kein Wort. Ich kann mich zurück. Polizei? Polizei! Weg hier. Ich gehe nicht zurück. Aber mein Kopf. Ich erkenne keine Farben mehr. Alles schwarz-weiß. Keine Blitze. In der Magengegend. Nächtliches Hämmern. Einsam eingegittert. Die Zeit. Ich verliere so viel Zeit. Meine Zähne fallen aus. Überall. Leere Augen. Wo bin ich? Hier. Ich glaube, dieses Gitter beginnt mit mir zu reden. Dieses Gitter kommt auf mich zu. Zerschneidet mein Gesicht. Ich schließe meine Augen. Ich öffne sie. Plötzlich bin ich wieder in meinem Dorf. Alles nur ein Albtraum. Nein! Nein! Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Ja, was sind aufenthaltsbeendende Maßnahmen? Aufenthaltsbeendende Maßnahmen? Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Was für ein Wort, ja? Das ist gutes Deutsch. Das ist Deutschland. Ich hab Angst. Was sind aufenthaltsbeendende Maßnahmen? Gegen mich. Gegen uns. Gegen uns werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet, wenn wir Deutschland nicht freiwillig verlassen. Freiwillig. Das ist eine Schlache. Was soll das für eine Freiwilligkeit sein, ne? Zu was kann ich nicht freiwillig entscheiden? Zu gehen oder zu gehen? Das ist eine Entscheidung in Deutschland. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen? Die letzten 11 Jahre habe ich frei in Deutschland gelebt. Ich durfte meinen wunderschönen Landkreis Nordheim nicht verlassen. Ich durfte meine kranke Schwester in Berlin nicht besuchen. Ich durfte nicht arbeiten. Und warum? Jedes Mal habe ich gefragt. Und jedes Mal habe ich nur 3 Monate Aufenthalt bekommen. Jetzt lebe ich schon in Deutschland frei. 1999 bin ich wegen des Kosovo-Krieges nach Deutschland gekommen. Und jetzt soll ich wieder nach 11 Jahren gehen. Hier im Brief schreibt Herr Grundke von der Ausländerbehörde. Sollten Sie zu einer freiwilligen Ausreise nicht bereit sein? Oder sollte ich keine Nachricht von Ihnen erhalten? So müsste ich aufenthaltsbeendende Maßnahmen einleiten. Wer verdammt nochmal ist dieser Herr Grundke, der mir persönlich droht? Der weiß doch gar nicht, wo er mich da zurückschickt. Ich will nicht zurück in die Müllhalde des Balkans. Da gibt es nur zerfallene Häuser. Und von nichts kann man auch nichts im Leben bauen. Schick mich lieber nach Afrika. Dort ist es immer noch besser als in Kosovo. Ich bin überall Ausländer. Jetzt habe ich mich 11 Jahre an das Gesetz gehalten. Sorry, an das deutsche Gesetz. Ja?
Und was hat's mir gebracht? Was? Nichts. Und trotzdem ist Deutschland tausendmal besser als Kosovo. Ja, wir sprechen Deutsch. Und wenn die nachts kommen, um uns zu holen, dann sollen die ruhig kommen. Dann wenn die nachts kommen, um uns zu holen, dann ist es sein Beginn. Dann ist es mein Beginn. Dann ist es sein Beginn. Dann ist es unser Beginn. Unser Beginn zur Rückreise nach Deutschland. Ich komme wieder. Illegal komme ich wieder nach Deutschland. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen? Ganz freiwillig. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen? Aufenthaltsbeendende Maßnahmen? Jetzt sitze ich hier. Sehen Sie das? 2 Jahre auf Reisen und jetzt das. Dieser Müll, dieser Dreck, dieses Chaos. Manchmal denke ich, wow, hier in Europa schafft das echt, dass in ihrem ganzen Land Menschen leben wie im Sudan. Wenn die Menschen mich sehen oder wenn die Polizei mich sieht, dann nehmen die mich sofort mit. Was die dann machen, mich mitnehmen, mich einsperren, mich festhalten und dann wieder rauslassen. Und dann, das ist jedes Mal eine kleine Überraschung, wenn ich dann sehe, in welchem Stadtteil ich gelandet bin. Kompliment und danke für die Abwechslung. Sind Sie auch von der Polizei? Ja? Ja, nein, doch schon, ja. Die Polizei versteht sich auch hier. Die sind auch hier. Auch undercover, andere Identität. Aber wissen Sie was? Auch wenn Sie von der Polizei sind, dann ist mir egal, scheißegal, dann nehmen Sie mich doch mit. So gefangen oder so gefangen? Ist mir egal. Ist eigentlich schlimmer, dass ich hier rumlaufen darf, aber ich nicht da. Und soll man sehen, was ich gestorben habe. Warum? Sag dir warum. Weil ich Angst habe! Aber ich habe nicht Angst davor, eingesperrt zu werden. Ich habe nicht Angst davor, verprügelt zu werden. Ich habe Angst davor, dass sie mich zurückschicken. Aber ich werde nicht zurückgehen. Ich kann nicht zurückgehen. Und außerdem war ich gar nicht beschäftigt. Und das sagst du euch nicht? Oder? Ich weiß es nicht. Was macht ihr dann? Da könnt ihr so abmachen, wie ihr wollt. Ausweis! Personalien! Identity Paper! Fuck you! Wer hat euch diesen Scheiß eigentlich in euer Hirn gerannt, dass ihr euch damit so sicher fühlt? Was, wenn es mir total egal ist? Was, wenn ich gar kein Papier bin? Was, wenn ich gar kein kleines Zettel bin? Wo ein Wort oder ein Name drauf ist? Wie zum Beispiel Rami, Ibrahim, Koka. Koka, ne? Der Name ist weg, ne? Was zum Afrikaner? Ja, ja. Wie mein richtiger Name ist, sag ich euch nie.